Also der Donald Trump, er ist eigentlich schon 73, das heisst, er ist seit 8 Jahren pensioniert und er wird langsam ein bisschen dement, senil und hat Alzheimer. In seinem Alter kann das schon mal auftreten, das ist normal. Und er ist Präsident geworden, weil er den kleinen Leuten alles versprochen hat und weil er Milliarden gehabt hat. Aber langsam kommt der Job rein. Einer, der im Kopf noch klar ist, einer, der klar denken kann. Und dann wird ihm dann der Präsident schon wegnehmen. Und dann kommt dann vielleicht noch Michelle Obama, kommt auch noch. Und Hillary Clinton. All die Politgrössern werden sich dann anspornen. Und so werden sie der Präsident werden von Amerika. Oder haben zumindest gute Chancen. Ja, es gibt viele Fake News. Der Donald Trump kämpft immer mit den Fake News. Und dabei ist er ein Fake Präsident. Er ist ja schon lange pensioniert, senil, dement. Alzheimer hat er alles. Und die kuriose Ideen, mit dem Coronavirus zu bekämpfen, indem dass man Infektionsmittel in die Venen spritzen, was nachher tödlich ist. Ja, er macht einfach ein Desaster nach dem anderen Desaster. Darum sollte man ihn so schnell wie möglich abwählen. Und endlich mal einen Demokrat wählen. So wie Barack Obama, einer, der wenigstens einen gesunden Menschenverstand hat. Und nicht einen Mauer zu Mexiko bauen will, wenn ein Windstoß kommt, dass dann die ganze Mauer auf dem Land von Mexiko am Boden liegt. All die Versprechen, die er gemacht hat, waren wirklich nichts von Donald Trump. Also wir müssen das sofort abwählen und einen guten demokratischen Präsidenten holen. Und wenn wir keinen finden, nehmen wir einfach wieder Barack Obama.